Soll man Drogen legalisieren? Über diese Frage wird seit Jahrzehnten weltweit kontrovers diskutiert. Dabei stehen sich Befürworter und Gegner unerbittlich gegenüber. Die Fronten sind verhärtet. Die Befürworter der vollständigen Legalisierung von Drogen wie Cannabis kämpfen dafür, dass die Gesetze weltweit zugunsten eines selbstbestimmten und freien Drogenkonsums gelockert werden. So wie der Deutsche Hanfverband. Am Samstag, den 27. Juli 2013, hatte die Ortsgruppe Heidelberg zu einer Kundgebung auf dem Friedrich-Ebert-Platz geladen. Über 60 Interessierte versammelten sich. Sie lauschten der Musik von Selassie Kay, informierten sich am Infotisch und hörten sich die Reden der geladenen Redner an. Christoph Lehner, Sie sind Initiator der Ortsgruppe Heidelberg, Deutscher Hanfverband. Heute gibt es eine Kundgebung. Was wollen Sie damit erreichen, beziehungsweise welche Chancen hat diese Kundgebung, gerade auch in rechtlicher Hinsicht? Wir wollen Aufklärungsarbeit leisten für Passantinnen und Passanten, die hier zufällig vorbeikommen, sich für das Thema interessieren. Wir haben Werbung gemacht auf Plakaten, online, für Sympathisantinnen, Sympathisanten, eventuell auch Konsumentinnen und Konsumenten. Die Redner plädierten für die Legalisierung von Cannabis als Rauschmittel unter Berücksichtigung von Jugendschutzgesetzen. Sie unterlegten ihre Forderungen mit zahlreichen Argumenten. Der Cannabiswirkstoff THC zum Beispiel sei gut dafür geeignet, bei der Schmerztherapie von Schwerstkranken zum Einsatz zu kommen. Es gebe zahlreiche wissenschaftliche Studien, die eine erfolgreiche Verwendung von Cannabisprodukten auch für andere Krankheiten belegen würden. Durch eine Legalisierung könnten auch Qualitätskontrollen und damit ein besserer Schutz der Verbraucher vor den auf dem Schwarzmarkt benutzten Streckmitteln wie beispielsweise Bleistaub realisiert werden. Nicht zu vernachlässigen seien auch die Steuereinnahmen, die durch einen geregelten Handel eingenommen werden könnten. Es geht darum, dass wir ein Zeichen setzen wollen, dass diese Prohibitionspolitik zu Cannabis einfach gescheitert ist, ne? Dass wir ein Zeichen setzen wollen an die Politik, aber auch an die Leute, dass ein Umdenken nötig ist. Ein Umdenken sowohl halt irgendwie in der nationalen Drogenpolitik auch, wie aber auch in der internationalen Drogenpolitik, damit einfach diese Gewaltspirale, die der Drogenkrieg, der jetzt irgendwie ja schon Jahrzehnte dauert, aber halt im letzten Jahrzehnt massiv zugenommen hat an Problematik, einfach zu einem Ende geführt wird. Als Beispiele für eine erfolgreiche Entkriminalisierung von Cannabis wurden unter anderem die Niederlande genannt. Dort sei die Zahl der Konsumenten nach Ende der Cannabis-Prohibition sogar rückläufig. Insgesamt gesehen habe die Kriminalisierung von Cannabis und anderen Drogen in vielen Teilen der Welt, unter anderem in Lateinamerika, zu Korruption und zu Drogenkriegen mit zahlreichen Toten geführt. Die bisherige prohibitionelle Drogenpolitik sei daher faktisch gescheitert. Es gebe nur einen Weg, den Handel und den Konsum von leichten Drogen wie Cannabis vollständig zu legalisieren. So könnten auch die derzeit durch das Gesetz verfolgten Konsumenten davor geschützt werden, dass der Konsum von Marihuana zu langfristigen Rechtsfolgen führt, insbesondere beim Besitz von kleinen Mengen. Hier sei die Handhabung sehr willkürlich und regional stark unterschiedlich. Eine echte geringe Menge gibt es nicht. Es ist weder bundesweit einheitlich, es ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Berlin vielleicht 15 Gramm, in Baden-Württemberg ist sie gar nicht grammmäßig ordentlich definiert. In Bayern ist es noch schwieriger mit der Repression. Also die geringe Menge existiert nicht, weil was ist beim zweiten Mal, was ist beim dritten Mal, es ist keine echte geringe Menge. Es ist eine Kannbestimmung, keine Mussbestimmung. Es ist und bleibt erstmal eine Straftat, die auf die Staatsanwaltschaft einstellen kann. Aber es ist Ermessensfrage und das ist unbefriedigend. Ihre Hauptargumente für die Entkriminalisierung von Marihuana? Das Hauptargument ist das, dass das Verbot schlicht und einfach nicht funktioniert. Wenn in Deutschland 10 Millionen Menschen schon mal Cannabis geraucht haben in ihrem Leben, also nur zum Vergleich, die Gewerkschaften haben etwa 6 Millionen Mitglieder, also das ist wirklich viele Menschen, die wissen, worum es geht, dann sieht man, dass das Verbot schlicht und ergreifend komplett gescheitert ist. Es funktioniert nicht. Und wenn etwas nicht funktioniert, muss es auf dem Prüfstand. Es muss geschaut werden, ob es bessere Lösungen gibt. Denn ich bin mir sicher, Drogenprobleme wird es im Grunde immer geben, solange Menschen Drogen nehmen. Weil es gibt immer Menschen, die haben Schwierigkeiten, damit umzugehen. Es sind aber nun passenderweise bei jeder Droge eine Minderheit, die es nicht hinbekommt. Und man versucht beim Alkohol oder auch beim Tabak oder auch bei Medikamenten Regelungen zu finden, ohne dass man einfach ein komplettes Verbot ausspricht. Einfach Regelungen zu finden, um die Probleme, die auftreten können, zu verringern. Und im Grunde muss sowas auch zum Beispiel bei Cannabis, also sprich bei Hanf auf gut Deutsch, passieren. In Deutschland rauchen laut Angaben des Deutschen Hanfverbands etwa 3 Millionen Menschen regelmäßig Marihuana.
Cannabis ist meine Medizin. Nehm den Tannis, ich nehm den. Nehm nicht Feuer als Profi. Nicht von Bayer als Heroin. Nehm nicht Feuer Opium. Nein, ich bin nicht dumm. Wir sind so frei, der Winde, so frei, der Wind. Frei, der Vogel, die Vögel sind so frei, der Winde, so frei, der Wind. Frei, der Vogel, die Vögel.